Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground. Mein Name ist der Uwe100 und wir machen heute weiter mit der Story von Underground. Wir sind ja jetzt schon so ziemlich am Ende angekommen, also was war das denn gerade? Noch nicht ganz am Ende, aber wir sind schon, ja, nah dran. Also Progress 92 von 111, ich glaube, das sagt alles. Ja, wir haben hier den Mazda RX-7 immer noch. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann, sogar alles auf Stufe 3, beziehungsweise alles auf Extreme Performance umgebaut. Wir haben alles freigeschalten und alles installiert. Das Ding geht jetzt auf jeden Fall ziemlich gut ab. Und ich würde sagen, jetzt zum Warmwerden machen wir mal dieses Sprintrennen. Ja, machen wir das Sprintrennen. Ich will jetzt aber ganz kurz gucken, bevor wir hier großartig starten, wie das mit der Ranking-List mittlerweile aussieht. Also Circuit sind wir Platz 3, Sprint sind wir immer noch Platz 4 leider, Drag sind wir mittlerweile auch Platz 3 und Drift auch noch Platz 4. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns und ja, wir machen jetzt einfach mal das Sprintrennen. Chad's new toy. Hat Chad wohl ein neues Auto? Wieso quietschen meine Lippen immer so, wenn ich mit dem Strohhalm trinke? Tut mir leid, wenn man das so extrem laut jetzt gehört hat. War nicht geplant. So, Chats. Moment, ich bin gerade etwas verwirrt. Chats mit Tor. Okay, Chats got some new wheels and he thinks that they are good enough to knock you down in a pack or two. Down a pack or two. Also er hat anscheinend neue Räder. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt gewesen, weil sie das hier schon so schreiben, als hätten die ganzen Leute so langsam Angst vor mir oder so. Die ganze Zeit haben sie ja anfangs gesagt, mehr oder weniger, dass sie mich auslachen, bla bla bla, hin und her. Und jetzt machen sie sich so langsam Sorgen. Jetzt müssen sie sich schon neue Reifen besorgen. Also Leute, wir machen uns einen Namen. Beziehungsweise haben uns sogar schon einen Namen gemacht. Das ist doch gar nicht mal so übel. Ja. Und es scheint mir, als hätte er ein neues Auto. Ich glaube, Chad ist ja vorher die ganze Zeit den Celica gefahren. Jetzt hat er eine Honda S2000. Okay. Will's also langsam wissen. Ah, he got the new wheels. Ah, jetzt, okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie das gemeint war mit he got new wheels. Ne, wenn man ein neues Auto hat, hat man auch, naja, neue Räder. Klingt irgendwie logisch. Also vor uns fährt der Skyline mit einer endhässlichen Heckstoßstange, wie ich finde. Was ist das? Ah ja, Sprint, genau. Ich wollte gerade sagen, hör, wie viele Runden haben wir eigentlich? Oh, ich glaube, wir sind etwas zu schnell. Alter, was? Was war denn das, Alter? Und vor allem meine Stimme gerade. Voll die Aussetzer gerade gehabt. Oh, Mann, oh. So, wir sind Vierter. Das ist, naja, eher suboptimal. Mach mal Platz. Wow! Bin mal gespannt, ob wir das überhaupt noch schaffen. Wir machen jetzt mal ein bisschen Nitro. Wow! Und dann noch einer. Wow, leck mich doch am Arsch. Das war knapp. Das war mega knapp. So, wir haben den Skyline direkt hinter uns. Er macht Anstalten, uns zu überholen. Nein, er hat einen Crash gebaut. Okidoki. Oh, oh. Ja. Alter, mach keinen Scheiß. Boah, dieser blöde Verkehr manchmal. Der Verkehr macht uns das Leben nur schwierig. Aber da vorne kommt auch schon das Ziel. Und ich würde sagen, wir haben gewonnen. Und ich gönne mir jetzt nochmal einen Schluck aus dem Strohhalm. Also ganz ehrlich, Leute. Es ist ja wieder abends. Mittlerweile nehme ich Underground 1 fast immer nur abends auf irgendwie. 21.39 Uhr haben wir jetzt. Und abends wirklich einen Tee. Das geht wirklich gut. Maxi Tuning wants you car in their next issue. Congratulations, bla bla. Level 3 Spoilers. Okay, wir kommen erstmal auch wieder auf ein neues
Cover. Installed all level 3 performance upgrades on your car. Whoa, you won the cover from Maxi Tuning. Freaking cool. Find ich auch. Und wir haben neue Spoiler freigeschalten. Da werden wir uns jetzt natürlich mal umgucken. Okay. Warhawk. Ich weiß nicht, ob diese Konstruktion wirklich aerodynamisch was bringt. Aber mit diesen... Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich würde jetzt spontan sagen, das bremst uns eher aus. Ja. Cooles Teil. Supernova. Okay, das sieht schon sneakiger aus. Inferno. Gefällt mir an sich auch ganz gut. Backdraft. Okay, das ist ein geiler Spoiler. Also das ist auf jeden Fall eine Option. Marco, das gefällt mir an sich auch ganz gut. Passt aber nicht ganz so zu dem Auto, finde ich. Hammerhead. Nicht so ein Fan von. Boomerang. Okay. Solche Spoiler gehen auf jeden Fall auch klar auf etwas größere Autos, also auf so Limousinen oder sowas. Also Sedans, ne? Viertürer und so, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht diese Stretch-Limos. Aluminium GT, das sieht auch cool aus. Downforce, ja, geht auch einigermaßen klar. Carbon X, Alter, der gefällt mir auch. Trivo, Alter, wie viele Spoiler haben wir denn mittlerweile freigeschalten? Okay, das war's. Also, mein Favoriten, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, Backdraft, das Teil kommt drauf. Das ist einfach nur ein Riesenteil und ich finde, das passt so gut zu dem Auto. Also, warum nicht? Außerdem ist es ja Geschmackssache. So, jetzt machen wir das Driftrennen. Drift Duel. 4 Runden. Only Tanaka stands between you and the third spot in the rankings. Push him aside and claim what's rightfully yours. Aha, aha. Was uns schon gehört oder was für uns bestimmt ist. Und zwar der dritte Platz auf den Drift Rankings. Oh ja, der große Spoiler, Alter, der gefällt mir schon saugut. Alter. Alter Schwede. Wow. Also der RX-7. Oha, 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 mach mal, oha. Übertreib halt. Ich bin gerade total weggeflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, nochmal gut abgebremst jetzt. Alter, aber das Auto... Also zum Driften... Alter Schwede. Das war jetzt zu viel Gas. Was war denn das gerade? Ich war mal wieder total verwirrt jetzt wegen diesen... Rückwärts gedrückt halten. Also beziehungsweise Bremse gedrückt halten, wenn man rückwärts fahren will. So rum. So, ein bisschen Drehzahl gewinnen hier. Und jetzt will ich mal einen richtig geilen Drift sehen. Komm schon. Okay, das probieren wir nächste Runde gleich nochmal. Hallo, hallo, hallo. So war das nicht geplant. So, jetzt aber. Komm, eine gescheite Runde. Ich will eine gescheite... Okay, nächste Runde. Nächste Runde. Wird eine bessere Runde, hoffentlich. Alter, ich bin gerade einfach nur weggeflasht von dem. Alter. Weil der in Kurven ganz schön steil kommt, das ist brutal. So ähnlich wollte ich das eigentlich vorher haben. Aber nur so ähnlich, das war auch noch nicht wirklich gut, meiner Meinung nach. So, jetzt versuchen wir aber auf jeden Fall eine gute Runde zu driften mal. Okay, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Deshalb nicht wundern, wenn ich gerade so wenig rede, Leute. Oh oh. Alter, ich hab's schon kommen sehen.
Okay, okay. Ja, gut, das war jetzt an sich keine schlechte Runde. Nur die letzte Kurve war natürlich wieder für den Arsch. Aber das war mir egal. Ich wollte eigentlich nur noch ins Ziel kommen. Wir haben ja genug Punkte gemacht. Hallo, 280.000. Und Tanaka, der, den wir hier großartig gegendriften sollten, der hat nicht mal 70.000 geschafft. Also, hallo. Unique Vinyl, Nos Holiday Vinyl, Pia Vinyl, Samantha's Honda Civic? Was? Samantha's Honda Civic? Nein. Nein. Alter, sieht das Ding cool aus. Also ich meine, die Lackierung, aber es ist irgendwie funny. Ich find's lustig. Warte, gab's da von dieser Version nicht nochmal eine andere? Also langsam rattert's in meinem Kopf. So langsam fange ich wieder an, mich zu erinnern. Alter, ich find's cool. Und das da war Samanthas Auto. Warte mal, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Ganz am Anfang vom Spiel, da haben wir uns ja auch den Honda Civic rausgesucht. Und hat sie da nicht irgendwie was gesagt, oh, die Entscheidung war irgendwie voll schlecht und lahm und so. Und jetzt ist ja selber ein Honda Civic gefahren. Oder wie, ich verstehe gerade was falsch. Ja, hattest auf jeden Fall einen coolen Civic gehabt. Kotflügelverbreitung und so weiter und so fort. Ja, warum auch nicht, kann man machen. So, go underground, mal gucken, was es jetzt Neues auf der Race Map gibt. Ein Sprintrennen nochmal. Also, ab dafür würde ich sagen. Into the fire. Bro, it's me. Nice job taking down Eddie's posse in that last tourney. Number 3 in sprints is now on the line. Too bad Samantha ain't here to see it. Alles klar. Too closer to the top you get, the more intense the competition gets. With the third spot on the line, turn up to heat on the competition. Also, jetzt wurde uns auch nochmal gesagt, also so langsam werden die Gegner, oh Gott, diese Dachspoiler, gell, werden die Gegner immer krasser, und davon will ich mich selbst überzeugen. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, bald müsste auch das Rennen kommen, das ich noch so in Erinnerung habe. Alter, mach mal. Hallo? Was war denn das jetzt? Also ich glaube, so langsam wird mal Zeit. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch ein Rennen in Erinnerung. Ein Rundkursrennen mit 7 Runden. Und das hängt mir halt ganz einfach. Das ist hängen geblieben, weil es halt irgendwie mega schwer war und ich da übelst ausgeflippt bin bei dem Rennen. Jedes Mal, weil ich immer verkackt habe. Und auch oft immer so in der letzten Runde. Und ich, ja, ganz ehrlich, ich habe Angst vor dem Rennen. Aber ich bin gespannt, wann das endlich kommt. Und ich mich sozusagen mehr oder weniger rächen kann. Denn ich denke, dass ich jetzt mit 22 wohl etwas anders drauf bin wie mit 12 oder 13. Und keine Ahnung, wann ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe. Beziehungsweise durchgespielt habe. Ich habe es bisher nur einmal durchgespielt. Und das war wirklich damals. Und seitdem habe ich es nicht nochmal durchgespielt, leider. So, das war jetzt eigentlich an sich ziemlich easy, das Rennen. Und da vorne kommt auch schon die Ziellinie. Wow. Er wollte das Heck ausbrechen. Aber cooler Slide nochmal hingelegt. Ja, warum auch nicht. So. Ich glaube, uns fehlt jetzt auch nur noch der dritte Platz auf... Nichts mehr. Jetzt sind wir überall Dritter. Leute, wir sind in den Top 3. Und uns erwartet noch Kurt, Chad, Todd und Dirt. Und ich glaube dann wird die Kacke am Dampfen sein. Race Map, was haben wir? Ein Rundkursrennen mit 6 Runden. Oh je, ich glaube nicht, dass ich das noch in diesem Part schaffe. Ja, scheiße, wie mache ich das dann? Ich glaube, ich mache jetzt einen kürzeren Part. Ich mache jetzt hier nur 15 Minuten ungefähr. Und dann werden wir uns im nächsten Part um dieses Rundkursrennen kümmern mit 6 Runden, das durch Chinatown ging, so wie es aussieht. Hier, ja, ich glaube schon. Sieht auf jeden Fall so danach aus. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei.
und ich würde mich mega auf Feedback freuen, Leute. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich hab's aber vergessen. Mal wieder. Egal, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.